zwar gestern aus Versehen verkackt beim Abspeichern. Habe ich leider laden geklickt. Muss ich hier die ganzen Leute nochmal wegmachen. Aber waren relativ einfach. Ich denke, das sollte ich fix hinbekommen. Bisschen besser jetzt diesmal achten, dass ich Leute von mir nicht mehr sterben lasse. Soll mich das jetzt Und sie auch mal beeindrucken? hochheilen, natürlich. Einen und sonst rausgehauen. Toll. Egal, egal. Egal. Boah, dass sie so weit mit dem Bogen schießen können, aber ich halt auch, ne? Down. Mal zwei Gruppen wieder erledigt. Ich will auch diesmal versuchen, vorne ist ja so ein Gefechtsturm, die anderen Gruppen dahinter vielleicht mit dem Gefechtsturm zu erledigen. Wenn ich das schnell genug mache, vielleicht geht das ja. Gestern habe ich eine Gruppe habe ich geschafft. Au! Damit. Na komm. Komm doch rum. Soll ich die Tür schließen? Ah. Zieht das immer so kalt rein. Na komm. Aus da ab. Jawoll. Da sind auch nochmal welche. Jetzt müssen wir mal achten, dass hier unser Skullet nicht drauf geht. Krieg ich da mal schnell einen Heal rein. Na komm. War das schon alles? Du entkommst uns nix. Du entkommst uns nicht. Ich will mal kurz gucken, ob ich den Zaun vielleicht nochmal. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob die gut sind. Die auf jeden Fall, dass die clever sind. Aber ich finde die Synchro hier eigentlich ganz lustig. Ja, gut gemacht. So, irgendwo haben mich doch schon welche wieder gesehen. Ich mach jetzt mal hinten die Gruppe. Dau. Was heißt eigentlich Dau? Meint ihr damit Au? Er braucht jetzt wieder lange, jetzt bestimmt wieder ein Goblin Lord, ja. Da kann ich auch gleich meinen Zauber abbekommen. Nichts! Er hat einfach nicht weggezogen. Dau! Danke, er jetzt schon lebt. Oh. Nein, nicht den, den wollte ich doch nicht hier. Nur eine Kerze. Hoffentlich überlebt sie jetzt. Ich überlebe sie jetzt. Sieht aber gut aus. Oh nein. Geht nicht weg, ne? Geht nicht weg. Weiß ich nicht. Hat die Mega-Rüstung anscheinend an. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Geht doch. Noch ein Goblin Lord? Oh, geht ja schneller weg. Er hat einen Stab als Waffe, ne? Gib ihn auch nochmal besser. Ich muss ihn besser geben.
Hilfe! Hilfe! Komm, hilf dich hoch. Es ist halb zu wild. Es ist nur noch ein hier, komm. Hau ihn jetzt um. Dau. Der nächste! Jawoll, easy going. Könnte ich rein theoretisch rasten, machen wir aber nicht. Wir speichern jetzt erstmal nicht, dass wir das. Nicht, dass das passiert, was uns gestern passiert ist. Das war echt nicht so schön. Hat mir wieder gezeigt, dass man hier echt immer speichern muss. Die Karte kannst du eigentlich auch vergessen, ne? Jetzt ransuchst du oder nicht? Eine Gruppe hier irgendwo. Da. Nee, auch nicht. Da hinten sind noch wieder Gruppen. Und da vorne. Machen wir erstmal die hier, würde ich sagen. Komm, weg damit. Und dann. Jetzt können die gut abschießen, denke ich mal. Und wenn wir nur einen, um den wir uns kümmern müssen, oder zwei vielleicht. Aber man merkt, solange wir erwartet, dass hier jetzt relativ viele immer was ausfinden können. Dauert ganz schön lange, ja. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Kümmere dich drum. Ah, wir müssen auch wieder Segen aktivieren. Na komm schon. Kommen hier aber ein paar viele. Bleibe ich trotzdem hier? Ein Hauptgoblin. Ein Hauptgoblin. Super Name. Und noch heilen. Doch gleich wegsenden. Warum kann ich jetzt nicht auch sagen, dass ich nur den angreifen will? Nee, ne? Nicht, dass sie noch hier über die Berge jetzt mich angreifen von hinten oder sowas. Nee, nee, nee. Von hinten wollen wir nicht. Not only exit, aber. Hüllen wir ein bisschen hoch. Sehen wir eigentlich im Leben her wieder alle recht gut aus. Können wir jetzt den hier mal. Jawoll. Oh. Und das meine ich nicht. Und dann fallen sie auf einmal so schnell wieder um. Sollte es eigentlich auch keine Chance haben, jetzt noch hier groß was anzurichten. War das schon alles? Habe ich mich aber auch gefragt. Und wir müssen noch in die Arena, ne? Später gleich. Hier sind Drohnen, das waren aber frei. Jetzt sind es aber viele. Lass mal da runterkommen. Der hat doch gut reingesetzt. Ja. Auch noch einen Schuss und dann ist er weg.
schön. Goblin, Goblin-Lord, Goblin-Lord. Machen wir erstmal den weg. Dann machen wir jetzt den Goblin-Lord weg. Da schießen wir einmal drauf. Da hauen drauf jetzt und ist auch weg. Der kriegt jetzt voll Magie ab. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Sehr, sehr schön. Ich hasse es, hier hoch zu müssen. Aber ich will hier mal kurz über den Berg gucken. Alter, hier sind ganz schön viele gestorben. Das machen die ganzen Wachen, ne? Jetzt kümmern wir uns mal um die Truhe. Dafür speichern wir ab. Was ist das? Das ist eine Wache. Alles klar. Was? Das hab ich doch gestern geschafft. Ich hätte schwören können, ich hab es geschafft. Katze. Warum schaffe ich das nicht? Ach, ich kann auch nicht alles. Wem soll das denn nützen? Skelet. Auf jeden Fall. Das Schild. Das Schild gefällt mir auf jeden Fall. Dann kann sie noch ein bisschen Fähigkeiten hochmachen, würde ich es noch auf den Schärfen machen. Da würde ich auf jeden Fall das die mal hochbringen, bisschen in den Schärfen noch. Dass sie da Experte ist. Hat sie eigentlich einen Geist? Zauber, den nimmt die ganze Zeit Nervenschock und das ist Geist, ne? Ja. Furcht verjagen. Ich glaube, Furcht geht auch nie weg, ne? Nur wenn du das im Kloster machst oder das halt selber kannst, indem du der Meister bist, ne? Jetzt mal weiter darum. Wir das nämlich alles eingrenzen, dass wir nur noch da hinten welche wegmachen müssen. Dann gehen wir hier an das Geschützturm, ans Geschützturm, ja. Und versuchen dahinter die wegzubomben. Ich hoffe, das ist ein recht guter Plan. Soll mich das jetzt beeindrucken? Ich hoffe, sie kann noch zweimal leben, wieder leben. Zweimal heilen. Dau. Wäre eigentlich noch mal ganz gut. Das ist nicht heilen. Das ist heilen. Und zwar auf die hier. Naja, sie kann nicht einmal heilen. Aber ich glaube, sie könnte noch. Ich habe noch Mana-Tränke, ne? Jawohl, das war doch ein guter Schuss. Zauberer müssen wir richtig stark machen. Den habe ich auch Bock. Generell auf alle die Charaktere Bock. Auch in anderen Rollen spielen. Dau. Ist zwar nur ein Kratzer, aber das Spiel nochmal so ein richtig guter Grafik neu aufgedeckt, ne? Das wäre so geil. Wäre so gut. Alle Teile nochmal von Mind & Magic, von 1 hoch. Wird alle durchspielen, wirklich. Aber jetzt ist so ein. Der erste Teil geht halt, kannst du nicht spielen, ne? Ab 6, glaube ich, kann man sich das schon antun. Ich weiß nicht, 5 vielleicht auch noch. Aber da drunter. Braucht man nicht versuchen. Soll mich das jetzt beeindrucken? Wenn der erste Teil rauskam. Ich meine, der sechste Teil kam 1996 raus. Aber könnte ich mich jetzt auch irren? Oder? Nee, ich glaube, kam
kam später raus, oder? Also der kam 1999 raus. Ah, ist ja auch egal. War das schon alles? So, wie sieht das Leben denn aus hier von allen? Gehen wir auf den hier. Der steht schön alleine. Den kriegen wir doch jetzt ganz gut weg. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. War das schon alles? Gleich gönnen wir uns auch einmal eine Rast. Wir leben überall ist so gering. Einmal heilen. Kann ich jetzt nicht... Oh, jetzt kann ich heilen. Also ich kann auch noch zweimal heilen, ne? Da müssen wir eigentlich noch nicht unbedingt rasten. Noch ein bisschen Proviant sparen. Auch ganz gut wegbekommen. Speichern. Speichern, speichern, speichern. Vielleicht sollte ich mir so einen Wecker stellen, dass ich alle 5 Minuten speichere. Der Rasten machen wir doch noch nicht. Da mache ich noch ganz gut leben. Sollten wir noch eine Gruppe schaffen, denke ich. Mal die hier. Die hier machen wir doch mal weg. Oh, da hat er auf ganz guter Distanz getroffen. Muss ich sagen. Wir haben doch mittlerweile auch wieder jeden Bogen angelegt, ne? Bogen, Bogen. Ah, sie noch nicht, warum nicht? Warum hast du noch keinen Bogen? Dann würde ich sagen, kriegst du eher den Bogen, weil mit ihm schießen wir dann ja doch öfters mal Zauber raus. Guck mal, hat sie auch gleich einen umgelegt. Ich frage mich auch, wann das zum ersten Mal so wird, dass man sagt, oh ne, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Später gibt es ja auch so Dungeons. Also im sechsten Teil war das auf jeden Fall so, wo ich bestimmt 1-2 Tage nur in diesem Dungeon verbracht habe. Aber das so schwer war, mal so langsam vorankam. Und war man immer froh und hat auch richtig was geschafft, so. Also hat man sich jedenfalls gefühlt, wenn man den dann mal durch hatte. Au! Huch, ist noch einer. Au! Komm, und schnell um jetzt. Was ist wieder ein Goblin Lord? Scheiße. Nehme dich nochmal hoch. Dann hat es wahrscheinlich noch einmal hier, geht noch. Nein, der hat doch nicht mehr. Könnten ihr eigentlich nochmal Charisma-Punkte geben? Oder hier Meditation. Was war das nochmal? 4 für Zauberer und 0 für Ritter. Zauberpunkt des Charakters. Direkt weiter Zauberpunkte hinzu. Die Zauberpunkte errechnen sich aus der Multiplikation des Bonus der Klassen des Charakters. 4 für Zauberer, 0 für Ritter und so weiter. Mit dem Fähigkeitswert Expertenrang verdoppelt und Meisterrang verdreifacht sich der Wert. Aha. Das sagt mir jetzt ja einiges. Weil hier könnten wir eigentlich nochmal einen Punkt reinmachen. Können wir danach Körpermagie und Meditation vielleicht? Naja, also Körpermagie auf jeden Fall machen wir. Meditation ein hoch machen. Und Experte noch werden. Ich denke, das ist nicht ganz verkehrt. Na komm. Das müsste ja auch liegen. Nein, es ist ja wieder weg.
komm. Hau ihn doch um. Ja gut, und jetzt hauen wir erstmal ab und rasten erstmal. Müssen ihr eigentlich auch nochmal einen Luftzauber geben, dass sie damit auch ein bisschen schießen kann. Oder wir lassen das für Fliegen und sowas könnte sie denn ja, ne? Ah, das ist ja wichtig eigentlich. Gibt's Fliegen schon? Moin, Beric. Ja, kommen eigentlich ganz gut voran. Gestern noch eine Auseinandersetzung beim Speichern gehabt. Jetzt muss ich leider nochmal die Goblins, die da hinten sind, nochmal machen zum Teil. Aber es läuft an sich ganz gut. Aber es ist ja noch im Anfangsgebiet. Nachher wird das ja in der zweiten Stadt wird das ja definitiv schwerer. Ich wollte nur mal schauen, was es jetzt im Moment gerade so für Zauber gibt noch. Willkommen in der Luftgilde. Lernen müssen wir auch nochmal jeden beibringen, ne? Luftresistenz, Blitzstrahl, Schild, magisches Auge, Blitzstrahl. Federfall. Schild ist auch nicht ganz verkehrt, ne? Ach ja, stimmt. Er ist ab Experte ist das. Ich sehe es auch gerade. Und lernen auch erst ab Experte? Hier ist nix. Bei niemandem ist irgendwas. Okay. Ich wollte es zumindest jedem mal beibringen, dass sie ein bisschen schneller Punkte bekommen. Also Level aufsteigen können. Mal wieder geschlossen. War ich hier noch gar nicht drin? Körper ist okay. Wasser. Mal wieder geschlossen. Komm, dann schlafen. Rasten wir oder machen wir mit Taverne? Kostet glaube ich auch für jeden 500, ne? Habe ich jetzt im Moment noch nicht. Nur herein. Aber das würde ich dann mal demnächst jedem beibringen. Genießt euren Aufenthalt. Inventar, Schild. Schriftrollen auch keine dazugekommen. Den kannst. Nee, kann er noch nicht. Erst wenn ich den erkannt habe. Kannst du auch alles mal bekommen. Hab ich auch noch nicht so wirklich was zum Verkaufen. Kann ich schon wieder eine Levelstufe aufsteigen? Eine wäre ganz gut. Ich will im Körper nochmal eine hochkommen. Guck mal, kann ich sogar. Aber mache ich das jetzt schon? Ich will eigentlich nochmal in die Arena, bevor ich in Stufen so hochkomme. Wurde gestern ja gesagt, dass es dann schwerer wird. Willkommen in der Luftgilde. Lernen kostet 1500. Wow. Okay, dann können wir das noch nicht jedem beibringen. Seid gegrüßt. Quartiermeister. Seid gegrüßt. Äh.
Mit einem Rast werden 2 Tagesrationen weniger verbraucht, okay. Ich will als Begleiter eigentlich den Gelehrten haben und dann gibt es doch noch ein, dass man mehr Gold findet. Was ist eigentlich mit dem Stab von Malvik? Welchen Stab von Malvik? Weiß ich nicht. Hab ich irgendwann einen Stab bekommen und hab das nicht mitbekommen? Der Einhornstab. Den hab ich. Ah, der ist 2000 wert, ne? Okay, was kann er denn? Der Stab ist aus dem ausgehöhlten Horn eines Einhorns gemacht und sein Kopfstück wird von einer mit Stacheln bewehrten Messingkugel geziert. Stäbe wie dieser sind mit purer Bösartigkeit und Grausamkeit hergestellt, jedoch sind ihre Verzauberungen durchaus brauchbar. Es stellt sich nun die Frage, ob man der Meinung ist, dass der Zweck den Einsatz eines so niederträchtigen hergestellten Gegenstandes rechtfertigt. Und einen Zauberstab zu verwenden, muss er wie eine Waffe in der Hand gehalten werden. Okay, ich nehme den mal. Teste den mal. Dann speichere ich aber lieber mal vorab. Sicher ist sicher. Was kann ich jetzt damit machen? Kann ich nur im Kampf nutzen eigentlich, oder? Wenn er 29 Aufladung hat, heißt es ja, ich kann ja 29 mal damit schießen oder was auch immer. Bei 1 lasse ich den denn und verkaufe den, würde ich sagen. Ach so, für die Arena, dann kann ich den ja nehmen. Ja, stimmt. Stimmt. Den lasse ich für die Arena nochmal über. Machen wir erstmal noch weiter, die Goblins jetzt alle weg. Magisches Auge aktivieren. Hier können wir noch siegen. Die Goblin Lords, die dauern aber auch manchmal, ne? Bis man die weg hat. Nur ein Katze. Hinten nochmal einen weg machen wäre ganz gut. Ohne Zauber. Lass mal auf den jetzt weiter. Komm, hau ihn um. Sehr schön. Immer 2 Treffer noch, oder? Wenn ich den treffen würde. Angriff und S. Ach so, dass man immer so zurückgeht. Meinst du? Und dabei schießt? Ah, okay. Das kann ich gleich mal ausprobieren. Wählen wir das mal aus. Funktioniert eigentlich ganz gut, ja. Ja, wahrscheinlich so bei Einzelnen macht es nicht so wirklich Sinn, die man eh schafft, bevor die ankommen.
Aber wenn das mehrere sind, wie es jetzt wahrscheinlich der Fall sein wird. Und bisher haben wir nur die Gruppe. Oh, und da noch reingehen. Ich finde auch manchmal ist das ein bisschen fies, dann können die durch das Gelände schießen und mich treffen, aber andersrum wiederum nicht. Ein bisschen gemein. Oh nein, nicht die. Den hier erstmal. Aber erstmal muss er da hervorkommen. Das ist noch einer, den wir schon mal hatten, der fast weg ist. Wo er überall hinschießt. Können wir dir erstmal näher kommen. Oh, ich würde den noch gern wegschaffen vorher, aber er scheint zu weit weg zu sein. Wir gehen hier in die Nische und kümmern uns ganz rechts um die Truppe, würde ich sagen. Down. Ah, er schießt immer durch das Gelände. Ah, jetzt müsste ich doch den doch gleich treffen können eigentlich. Ja. Eher mit der Maus machen jetzt. Jetzt kamen die natürlich noch. Gehen wir mal bis hier hin. Oh, da sind noch mal welche. Die waren nicht so schlau reinzugehen. Oh, trifft mich keiner. Und hier. Dass er mal durch die Berge schießen will, ist echt nervig manchmal. Der Turm macht mich auch verrückt, ne? Denkt immer so, man wird jetzt voll angegriffen. Jetzt kann ich das ja mit dem nach hinten gehen machen, eigentlich. Dass so viele sind. Aber hinter mir kommt auch gleich der Berg, ne? Zack. Oh yeah. War nur noch einer. Das hat auch ganz gut geklappt noch. Weil ich ein bisschen überrascht worden bin gerade. Schau Auge wieder aktivieren. Machen wir erstmal die einzelne Gruppe hier. Nun, Katze. Vorhin schon mal gedacht, wäre eigentlich ganz nett, wenn alle Might & Magic Teile nochmal komplett neu aufgelegt werden. Schönerer Grafik und sowas. Aber jetzt nicht so eine Top-Grafik, braucht ja gar nicht unbedingt. Aber zumindest, dass man die Gegner halt erkennt, wenn sie die Entfernung haben. Ich glaube, ich würde alle versuchen durchzuspielen. Aber den ersten oder zweiten bis, ich glaube, vierten, das ist dann doch schon ein bisschen doll. Mittlerweile. Immer noch nicht. Hinter mir sind noch welche und diesen einen müssen wir noch machen. Kommt uns nicht. Hatte ich auch schon oft überlegt. Ja, ich weiß nicht, hast du mal den ganz neuen gespielt? Ich glaube der 10. oder sowas. Der ist ja 2013 mal rausgekommen. Aber der hatte vom Spielerlebnis her nicht das, was die anderen Teile hatten.
Nee, da fehlten ganz viele Elemente auch, ne? Ich habe ihn tatsächlich aber durchgespielt. Welche Teile hast du dann noch alle durchgespielt? Beziehungsweise, wo hast du angefangen, bei welchem Teil? Auch nur 6 und 7, ja. Ich glaube, das sind auch die mit bekanntesten Teile. Also 6 fand ich richtig stark. So, jetzt könnten wir eigentlich mal wieder Rückzug machen. Kann auch so seitlich schießen, ja, ne? Ja. Also, jetzt aber nicht. Jetzt mal kurz mal korrigieren. Ich habe überlegt, tatsächlich nochmal 8 zu machen. Ach so, da hat man dann nur einen, der dann die anderen anheuert. Könnte aber auch gut sein, mache ich aber auch eigentlich ganz gerne. 9 ist wieder ganz schlimm. Ja, ich wollte mir den auch nochmal anschauen. Ich weiß auch gar nicht, ob 5 noch spielbar war. Au! Dass ein bisschen an 6 noch rankommt oder ob das grafisch und vom Handeln her ganz schlimm war. Ah, okay. Gab nur Bugs. Gab es denn damals nur Bugs und haben die das mittlerweile mit irgendeinem Patch gefixt oder ist das immer noch? Oh, hier kommen auch irgendwelche über den Berg rüber. Aufpassen. War das schon alles? Albern. Albern. Okay. Ja, aber 8 könnte man sich denn eigentlich nochmal anschauen. Ich Bock zu, aber jetzt will ich erstmal nochmal. Eigentlich will ich 7 komplett durchspielen. Hab ich mir vorgenommen. Aber es wird ja ziemlich lange dauern. Ich habe schon für den 6. Teil recht lange gebraucht. Soll mich das jetzt beeindrucken? Oh, jetzt muss ich aber so langsam mal wieder auf Leben achten. Ich würde sagen, die Teile sind fast gleich groß vom Umfang. Okay. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, hast halt auch echt noch was bekommen für dein Geld. Und das Spiel war nicht irgendwie, glaube ich, für 60 Euro damals, als das rauskam. Das hat da nicht so viel gekostet, oder? Beziehungsweise jetzt kriegst du es ja für, weiß nicht, 3 Euro oder sowas. Den 6. meine ich 2,50 oder so, oder den 7. habe ich für 2,50 und den 6. habe ich sogar noch auf CD hier liegen. In einer Sammelbox damals, okay. Weißt du noch, wie viel du damit für bezahlt hast? Würde mich mal interessieren. Ja gut, bei mir waren es natürlich auch die Eltern, ne?
Ah, schade. Das hat mich mal interessiert, wie viel das damals gekostet hat. Aber ich sag mal, damals haben halt, wie gesagt, die Eltern das immer gekauft. Ist zwar nur ein Kratzer, hat man nur gesagt, ich will das haben, ne? Und gemeckert, wenn man es nicht bekommen hat. Oh, jetzt ist er down. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Ein Gruppenheal wäre jetzt echt schön. Nun, Kratzer. Gut, ist auch die haben die ganze Zeit immer Probleme und er dann immer mal, ja, nur ein Kratzer. Doch den Goblin Lord hier wegmachen. Schaffen wir das noch, bevor er hier ankommt? Ich denke nicht. Nein. Nein. Gehen wir ein bisschen weg. Ich muss ja noch den einen umhauen. War ja klar. Ah, stimmt. Da war ja noch den Mark. Vorhin schon überlegt, wann die rauskamen. Ich meine, irgendwie, das war doch 96 oder so, dass der sechste rauskam. Doch mal öfters jetzt darauf achten, dass ich die hochheile. Heilen, zack. Sehr gut. Bin ich doch auch ganz gut wegbekommen. Alles mal nachbuffen. Volles Leben hier. Den sollten wir schnell umhauen eigentlich. Dau. Sehr schön. Irgendwo ist noch auf dem Berg einer. Aber die Wachen machen für uns wieder alles weg. Hoffentlich sterben noch ein, zwei, dann kann ich die auch noch mal plündern. Ohne dass ich sie umgebracht habe. die können nichts, ne? Nein. Nö. Ah, zu dem müssen wir auch nochmal hin. Weiß gar nicht mehr, da wusste man doch auch alle. Es stand doch immer irgendwas drauf. Alles zusammen bringt einen zu einer Truhe oder sowas, ne? Zu irgendeinem Schatz. Glaube ich. Und hier ist auch noch einer. Ach nö, das war da gar nicht. Weiß ich gar nicht, was der macht. Ach so, doch, dann stand da gerade irgendwas, ne? Das muss ich denn horizontal lesen, okay.
Müsste denn ja irgendwo hier... Wo war das? Notizen. Da.